Halt die Geil, liebe Flörsheimer und Flörsheimerinnen. Zum Wochenvideo begrüße ich Sie heute Morgen ganz herzlich an einer Stelle, die für mich wie kaum eine andere mit Flörsheimer Fröhlichkeit und der einmaligen Feierstimmung in unserer Stadt verbunden ist. Wie die meisten von Ihnen sicher erkennen, stehe ich vor der Flora, die hier im städtischen Baubetriebshof sehnsüchtig ihrem Einsatz entgegenfiebert. Übermorgen am Fasnachtssonntag ist es endlich soweit. Gemeinsam mit 30 anderen Wagen wird sich das städtische Nadelschiff nach 2 Jahren pandemiebedingter Pause wieder als ein Teil des nördischen Lindwurms den Weg durch die Flörsheimer Straßenbahnen, wo hoffentlich auch Sie kräftig mit uns feiern. Mit insgesamt 104 Zugnummern weist unser Fasnachtszug 2023 wieder eine stolze Zahl an Beteiligten auf. Bekannte und bewährte Mitstreiter und Mitstreiterinnen sind ebenso dabei wie einige neue Gruppen, die ich herzlich willkommen heiße. Allen Vereinen, Organisationen und privaten Initiativen danke ich bereits jetzt für ihr Engagement. Ganz besonders dem Flörsheimer Narrenclub für die Organisation der tollen Tage auf den Flörsheimer Straßen. Schließlich ist all dies immer mit großem Einsatz, viel Geld und kreativen Ideen geradezu auch im Vorfeld verbunden. Zu diesen kreativen Ideen gehört auch das jährliche Zugplakettchen, für viele geradezu ein Sammelobjekt. Und Sie wissen beim Kauf, Sie unterstützen den FNC und damit den Zug. Seien Sie auch dabei. Auf den Kindermaskenzug, der bereits am morgigen Samstag stattfindet, freue ich mich ebenfalls sehr. Die vielen Kindergruppen, ob Kitas, ob Feuerwehren, auf dem Gallusplatz zu erleben, ist schon etwas ganz Besonderes. Und das bunte Maskentreiben, mit dem die Flörsheimer Kampagne dann am Dienstag in der Altstadt ihren würdigen Abschluss findet, darf auch nicht vergessen werden. Quasi eine Punktlandung ist mit unserer Straßenfastnacht ja in diesem Jahr verbunden. Denn die Blattstraße, die für den Zugweg wie auch für die Aufstellung des Zugs eine äußerst wichtige Rolle spielt, konnte nach den umfassenden Bauarbeiten schließlich in den letzten Tagen so hergerichtet werden, dass der Belag ein sicheres Befahren und Begehen erlaubt. Abseits des Zugwegs gilt Ähnliches für die Nördlinger Straße, die ebenfalls kurz vor ihrer Fertigstellung steht. Ein Dank geht an die Anwohner, die die schwierigen Bauarbeiten aushalten mussten. Bei aller Feierlaune möchte ich heute Morgen ganz bewusst auch den Blick auf diejenigen lenken, die dafür Sorge tragen, dass wir alle die nördlichen Tage in einer sicheren Atmosphäre genießen können. Insbesondere die Polizei, die Feuerwehren und den Rettungsdienst. Ebenso dazu gehören die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung, die im Rahmen der Vorbereitung und während der Feierlichkeiten selbst ihren Dienst tun, etwa vom städtischen Baubetriebshof oder dem Ordnungsamt. Vielen lieben Dank für Ihren Einsatz. Ohne Sie wäre die Flörsheimer Straßenfastnacht so nicht möglich. Über einen ganz besonderen Service, den wir Ihnen als Stadt gerne wieder bieten, dürfen Sie sich auch in diesem Jahr freuen, nämlich über kostenlose Narrenbusse, die Sie aus Wicker und Weilbach zum Fasnachtszug und danach wieder wohlbehalten in Ihren Stadtteil zurückbringen. Über die genauen Abfahrtszeiten und Haltepunkte können Sie sich auf unserer städtischen Homepage ebenso informieren wie über andere wichtige Regelungen zu den nördischen Tagen, etwa dem Thema Verkehr, Zugverlauf, Sperrstunde oder Sicherheit. Machen Sie es also gut und feiern Sie fröhlich. Wir sehen uns spätestens am Sonntag beim Zug.